Ach was. So, meine Schatzle, hier. Ganz viel Futter habe ich für euch. Ich gebe euch noch. Ja, sogar ganz viel Futter für euch. Warte mal, ich muss das erst klein machen, ne? Ja, ihr kriegt an. Ihr kriegt an. Ihr kriegt an. Heute seid ihr ganz viele. Wie kommt das? Weil wir sind schon so viele Leckerflohen, habe ich gesehen. Ja, der Junge muss auch was kriegen, ne? Er muss langsam schneller sein. Ja. Hat sie vorher auch. Sie spricht nur nicht so viel. Ah, da hinten bewegt ja gar nichts. Muss ich mal gucken, dass sie auch was spricht, ne? Sie haut wieder ab. Eine Brötchen. Die Enten, die sind einfach schneller, ne? Enten sind schneller, die fressen das schneller. Da kleiner. Ui, da. Hier. Wir haben noch genug Brötchen, ne? Mann, sind das viele heute. Und da sind schon mal fast so viele weggeflogen vorhin. An die Brötchen, die anderen sind schneller. Und dann ein bisschen üben. Die Enten fressen alles weg. Jede kann gar nicht rein.
Reste. Hier ist die, so schön wie die. Wunderbar. Und ich wollte die gar nicht füttern heute, weil ich dachte, die fliegen weg. Die warten auf der Futter hier. Kugelfutter braucht der Boden. Und wenn das Futter für die Schwee ist, was ja als der Gemüse auch Schwee ist. Alle gefüttert. Im Sommer kriegen wir wieder die schönen Jungen. So, komm das für die Ente. Wenn du mal das Intro ziehst. Festigst du. Und so, das war das. Das war das gefangen. Also ist das ein Zeitvertreib. Wenn die Enten schwimmen, sind dann durch ein Beispiel. So, ich glaube, das reicht jetzt für meine Schatzelin. Hoppala. So, ich will dich nochmal ganz nah haben. Wunderbar. Wir gehen wieder. Tschüss.